Ja, dann gehen wir mal gucken, ne? Warten Sie, warten Sie. Wir müssen untersuchen. Gehen wir untersuchen, ja. Ja, sag ich doch. Sie wissen, was Sie sagen. Wo ist denn das Echo? Hier oben? Hier unten. Was? Kommt davon Ihre planlose Rennerei. Ey, Moment, das hat angezeigt, das Raute. Ja, aber hier unten drin. Oh. Unten? Ach, da drin. Warte, wo sind Sie denn jetzt reingekommen? Mein Gott, nee. Komm zurück. Boah, was nervt die mich schon wieder? Geht die mir schon wieder auf die... Also... Ach, da drin, da ist eine Tür, ah, okay. Mein Gott. Oh. Siehst du, wie die Bären uns beobachtet? Oh, ja, sie guck will mal, sicher gehen, dass wir ihrem Baby nichts tun. Das machen alle Mütter so. Oh. Sie ist verstorben. Abgeschlossen. Was für eine Verschwendung. Sie hätte so viel Gutes bewirken können. So viele Leben retten können. Aufstieg. Aber sie hatte sogar recht. Glückwunsch. Ihr Tod ist nicht das Ende der Outcasts. Oh, ich habe eine Kabine sehen gekriegt. Noch mehr Probleme. Aber ich ohne auch. Ihre Führung werden geil. Sie sich irgendwann jetzt zerstreuen. 200 Schuss. Was für eine Verschwendung. Da werde ich jetzt zwei Karabinen 7 ausrüsten. Tja. Das ist schon mal geil. Dann lassen Sie uns mal abhauen. Abhauen nach New York? Wir müssen jetzt da hinten hin, wir müssen das Einsatzgebiet verlassen. Ach so, wir müssen wieder zurückfliegen, genau. Aber bitte, Herr Hawks, nicht wieder so breit machen. Nehmen Sie Ihren Holster und packen Sie ihn vorne auf Ihren Schoß. Ja. Weil sonst, ne, Sie drücken immer so im Heli. Finde ich nicht gut. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Nehmen Sie mal den Rucksack da weg. Ich hab doch gesagt, Sie sollen... Nächstes Mal gehen Sie nach vorne zum Piloten. Mann! Boah, ehrlich, hau doch mal ab, ey! Ich hab hier keinen Platz. Boah, fass mich doch nicht an, meine Mutter riecht das. Boah, ey! Hör auf damit! Oh. Sicherer Bereich betreten. Schulter. Ehrlich jetzt! Das Schieben, ey! Boah, Mann! Was wackelt das jetzt so? Oh, Gott, endlich! Das, echt. Endlich wieder zurück. So. Ja. Projekte. Und verkaufen. Erstmal verkaufen. Nee, mal. Ich muss erstmal meine Emmeline ausrüsten. Ach, so, ich hatte einen Stoner. Was hab ich da überhaupt gekriegt, ey. Das war die Karabine gar nicht. Ich habe mich vertan. Ja, okay, dann kann ich die auch verkaufen. Bringt nicht allzu viel, ne? Okay. Nee, macht nicht viel Sinn. Aber ich muss mal eben markieren. Es macht nicht viel Sinn. Verstehe ich zwar alles nicht, aber... Da habe ich doch noch einen Stoner. Da nehme ich doch dann. Sie sind doch total stoned, Mann. Warten Sie mal, ich habe 2 Stoners. Ich muss nicht warten. Muss mal eben gucken. Warte, das ist das Stoner? Das habe ich hier jetzt erstmal nach oben. Warten Sie mal eben, bevor Sie. Muss mal eine Feldkiste da eben aufmachen hier. Weil ich habe 200 Schuss dann bei so einem Stoner. Das ist natürlich viel, viel besser. Warten Sie mal, dann nehme ich mal die Mods von dem anderen Eumelbums runter. Was habe ich denn hier alles noch an Mods drauf? Warten Sie mal. Alle runter. Man weiß ja nicht, ne? Wo war jetzt die? Hier waren die Mods. So. Und dann rüste ich mal meinen Stoner Nummer 2. Ich gehe jetzt erstmal nach oben wegen die Projekte da, ne? Präzision. Ich nehme mal die Chance auf kritische Treffer. Das ist bestimmt geil. Aber Präzision kann ich bestimmt auch noch hier mitmachen. Wir brauchen wirklich Hilfe. So, und dann nehmen wir nochmal das da. Nehmen wir das Nachladetempo. Und dann können wir noch eine schöne Farbe machen. Dann nehmen wir nämlich diese schöne Farbe wie immer. Sonst hat die keine anderen Probleme, die Olle, ey. Er liebt das, wenn ich über Farben spreche. Merkt das? Ah, ja. Ich verkaufe. So, jetzt habe ich 200er Schuss mit Waffen. Zwei 200er Schuss. Das heißt, ich habe 400 Schuss hintereinander. Bababababam. Ist zwar nicht so stark wie die anderen. Das nutzt ja nichts, wenn sie nichts treffen, ne? So. Die treffen ja nie. So, das meinen sie. Ja. Sie verstehen, was ich meine. Warum haben sie denen jetzt schon alles gegeben? Die schreit mich an, wir haben, was wir brauchen. Ich habe denen gar nichts gegeben. Ja, die hat aber gesagt... Ach, halten Sie einfach den Mund, ich verkaufe jetzt. Alter, das ist so Birte. Birte.
Also Bierti ich jetzt. Also Bierti, wirklich. Wir müssen alles verkaufen hier. Ich brauche so eine Scheiße hier nicht. Wir verkaufen alles. Jetzt werden garantiert wieder Guten Leute Tag. Vom Bildschirm sitzen und sagen, oh, ist der doof. Warum verkauft er alles? Genau sowas hab ehrlich, ich warum verkauft er alles? Weil wir gleich in New York bestimmt alles besser kriegen. In New York ist immer erste Adresse. I have alles verkloppt. Weil New York, New York. So, kann ich denn eventuell mein Geschützi noch etwas was Gutes tun? Machen Sie es gut. Nee. Mein Geschützi und meine Dröhni. Ist da eventuell was möglich? Wir schauen mal, ob wir was Besseres bekommen haben. Das sieht Guck nicht so mal. Aus. Da vielleicht, das ist auch Shit. Und hier ist Pulsgeber. Auch nichts. Oh, das ist gut. Jawohl, ich habe alles ausgerüstet bei meinen Zerstörungsexperten. Gucken wir mal bei dem Dröhnchen, ob wir da was machen können. Mehr kann ich nicht. Ob wir da was Neues bekommen haben. Haben wir nicht. Da Jetzt vielleicht. Geht's nach New York. Auch nicht. New York. Auch New nicht. York also folgendes, New Leute. Ich muss das nochmal kurz erklären. Und zwar war das so, dass wir den Zoo ja eigentlich im Invasionsmodus gemacht haben. Das war aber offline. Mhm. Ja. Und da wir das nicht, wie gesagt, nicht aufgenommen haben, haben wir uns jetzt gedacht, wir zeigen euch nochmal den Zoo. Mhm. Den habt ihr jetzt gesehen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach New York. Mhm. Aber Herr Hoxie. Weil, nochmal auf die Karte gucken, wir haben das alles gemacht hier. Mhm. Wie ihr sehen könnt. Gut, das sind noch ein paar Geheimaufträge, sind offen. Ja, ja, gut, okay. Aber und ein paar. Aber eigentlich haben wir das alles gemacht. Aber so die Hauptsachen Kenley haben wir gemacht. College haben wir letztens gemacht. Genau, das ist fertig. Da könnten wir jetzt auch gar nicht mehr hin. Das ist zu. Genau. Und Camp White Oak habt ihr auch gesehen. Genau. Und Coney Island habt ihr auch gesehen. Ich würde sagen, wenn wir dann wieder zurück sind, machen wir auch noch mal für die Jungs die Dark Zone. Die zeigen wir denen dann auch noch mal. Pentagon haben wir auch gemacht. Müssen wir denn jetzt so machen, dass wir jetzt zu der Pilotin da hingehen? Ja, genau. Glaube ich schon. Dann gehen wir mal dahin. Komm. Und Herr Hoxen, ihren Holz da bitte woanders hin. Ja, da ist doch ein größerer Hubschrauber. Guck doch mal. Ach so, dann kann ich hinten sitzen. Pilotin okay. Für New York. Komm, wir quatschen den mal an hier. So, dann verabschieden wir uns von Washington. Macht's genau. Gut. Bye, bye. Und wir gehen jetzt nach New York. Los geht's. Sind Sie bereit für New York? Ja, ich bin bereit für New York. Muss ich das auch? Ja. Wir heben ab. Ja. Tschüss, Washington. Bye, bye. Oh, ich bin so in meinem anderen Heli. Oder bin ich da drin? Ne, ich bin da drin. Oh, wie lange dauert das? Wir haben das alles geschafft. Wie lange dauert das, Herr Hoxen? Ach, die können ruhig die Augen zumachen. Okay. Wie Sie wissen, hat in der City Hall schwere Verluste hinnehmen müssen. Wir vermuten einen gezielten Angriff. Isaac meldet eine unbekannte biologische Verbindung. Du bist aber eine hübsche. Sie wird äußerst schnell. Kann was zu sehen? Ja. New York. New York hat Agents von der gesamten Ostküste angefordert. Wie sieht das denn hier aus? Sie brauchen Hilfe. Ach du Scheiße, das ist die Freiheitsstatue. Rechts raus, Herr Hoxie. Bitte Landeerlaubnis. Eieieiei. Ich wiederhole. Bitte Landeerlaubnis. Hey, New York, I love New York, New York. Manhattan. Landen wir jetzt direkt in Manhattan? Cool. Was ist mit ihr? Blau, hören Sie mich? Scheiße. Oh Mann. Was ist mit der Lau? Verlassen. Ach, verdammt. Ich habe die Gruppe verlassen, Freunde, weil ich auch nach New York gereist bin. Aber wir werden uns jetzt mit dem Herrn Hoxen wieder treffen, wenn das Video hier rum ist. Und dann sind wir wieder bei Herrn Hoxen.
Also Geduld, Geduld. Hier ist so. Wir sind dann unterwegs. Könnt ihr den Herrn Hoxton hier auch wieder hören. Wartet mal. Los, Entdeckung. Bleib unten, Arsch. So, hä? Nee, warte mal. Ich habe ein paar Überlebende gerettet, aber es sind noch Menschen im Gebäude. Vorsicht. Wo sind sie denn? Ich kann nicht in ihre Gruppe wechseln. Wir müssen darauf. Ich muss erst weitere Fortschritte machen. Ja, da wird dann die Einführung gezeigt, hier Huteinführung und all sowas. Ah, okay. Drücken Sie die linke und die rechte Maustaste zum Schießen. Mach ich doch glatt. Oh, die sind aber schnell tot. Ihr könnt euch nicht ewig verstecken. Aber schön, dass ich Sie hören kann, Herr Hoxton. Was? Moment mal. Ich hab mich jetzt nicht gehört. Da. Ja, du kennst das ja schon. Ich hab denkt mal für die Leute interessant, die das erste Mal hier spielen. Oh, halt doch mal den Mund. Blinken Sie bitte. Quatsch da, Alter. Die Leute, ich glaube, es ist so eine Art Tutorial hier. Ja, ich glaube auch. Also erstmal alle nieder hier. Erstmal einsammeln. Was gibt? So sieht New York also im Sommer aus. Carlson, geil, oder? Gehen Sie in die City Hall und versorgen Sie die Verwundeten. Ich schicke Hilfe. Schon geil. Ach du Scheiße, ey. Was denn? Knieschoner Stufe 31. Was? Du sammelst hier nur Müll ein, ey. Really? Ja, Mann. Nur Shit. WTF sage ich dazu, nur WTF. So, mein Geschütz hier wieder einsammeln und dann gucken wir mal, dass wir... Jawohl, ich gehe in die City Hall. Sie betreten einen unterirdischen Bereich. Ja, mach doch auf! Unbekannte biologische dann kümmern. Entdeckt. Sind Sie auch schon an der City Hall? Das ist schlecht. Isaac, keine Ahnung, wo ich bin. Jede Skala. Sie ja, wir müssen übers Dach rein, dann geh doch. Aber du rennst vor, ey, was prescht dir so vor? Aber sieht geil aus, ne? So im Sommer, ha? Cool. Wow. Ja, dann komm, geh rein da. Kommen Sie! Was? Mann, oh Mann. Wie sieht das denn hier aus, ey? Oh Gott. Was ist denn mit dir? Kann ich hier helfen? Oh. Hast du Blut geschissen? Wir sind bei der City Hall. Ich helfe den Überlebenden. Gott. Die Helfensiedlung schickt Sanitäter. Sichern Sie den gesamten Bereich, bevor Sie eintreffen. Ja, na sicher. Will da jetzt runter, oder was? Hallo? Division Agents? Ach du Scheiße. Doch, das juckt hier keinen. Ach Gott, was ist denn mit dir los? Okay, und was mache ich? Ich glaube, hier gehe ich noch. Glaub, wir sind zur richtigen Zeit gekommen, wenn ich das so. Ich glaube, ich muss mal hier ein Geschütz hinstellen. Sind Sie nach unten schon gegangen? Ja, ja. Okay, dann gehe ich da auch mal runter. Ich gehe mal eben mal unten. Und Stufen auf, Spiel sofort. Dann Agent hier lau. Ach, cool. Im Keller ist ein Überwachungssystem. Wir müssen rausfinden, wer für den Angriff verantwortlich ist. Versuchen Sie, die Wände zu schaffen. Ein Geschütz, Freunde. Stufenaufstieg, jawohl. Da machen wir es aber platt hier, die im Keller noch verweilen. Röntchen. Also es scheint so zu sein, dass wir das erstmal einzeln spielen, glaube ich. Kann das sein? Na, nur jetzt den Bereich, glaube ich. Ja, hoffe ich. Hallo? Oh, da geht noch weiter runter. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Was sind wir hier? Das gefällt mir aber überhaupt nicht hier. Ist hier jemand? Da, ich habe was gefunden. Aktiver Server Black Task? Ja. Mach ich mal mein Geschütz kaputt.
Download startet. Die Aufnahmen der Überwachungskamera, sind Sie da auch? Ja. Okay. Da sind Sie. Okay, dann bleib ich da mal runter und wir gucken uns das mal an, oder? Gesichtserkennungsanalyse wird durchgeführt. Ja. Oh doch. Analyse beendet. Javier Kajika, James Dragoff, Theo Parnell, Vivian Conley. Status abtrünnig. Analyse beendet. Aaron Keener, Status abtrünnig. City Hall verlassen. Ach du Scheiße, der Kina und seine Kumpanen. Der Kina war doch mal bei uns. Wir hätten uns vorbereiten sollen. Lau, die Sanitäter sind da. Sie bergen die Überlebenden. Wir treffen uns in Haven. Was mir auffällt, ist, dass du immer hinterher bist, ne? Hast du gehört? Du bist immer hinterher. Ich muss hier raus. Ach du Scheiße, die U-Bahn sichern. Ach, da sind auch wieder welche. Ein und weiter. Grönchen. Geht Röni, hau rein. So, dann ist der Kina wieder da. Oh Mann, der. Der hat mal auf unserer Seite gekämpft. Da muss man sich mal vorstellen. Ja. Okay. Dafür sind wir ja da. Um den mal eben wegzumachen. Oh, hier ist nicht noch was. Wir sammeln das mal eben alles ein hier. Dann gucken wir mal, dass wir den Herrn Hoxton dann im Park auch finden. Die Drohne arbeitet aber echt gut, ey. Die City Hall ist sauber. Das ist ein verdammt geiles Mittel im Moment. Aber ich weiß, es gibt auch... Was? Ja, ich komme ja schon. Entschuldigt mal bitte, aber ich kann nicht so schnell. Muss mich mit Kelso treffen. Ja, ich komme auch. Oh, scheiße, ich bin im Park. Einen hat es erwischt. Pass mal auf, jetzt erwischt es noch mehr. Alter, jetzt überlege ich natürlich wieder, ob ich nicht wieder die Rollmine ausstatten soll. Ja. Ich habe mich jetzt okay. So dran gewöhnt. Da kommen Gegner. Ich brauche sie hier oben. Ja, meine Siedlung entdeckt. Haven. Die da. Und Fahndung nach China läuft. Okay. Sie sieht das jetzt aus? Hier ist Washington. Wir können nach Washington nicht mehr reisen. Wir müssen erstmal die Warlocks von New York abschließen. Seht ihr? Da haben wir die Stadtteile Civic Center, Two Bridges. Dann haben wir hier, wie heißt der? Financial District. Das ist ja, ne? Wall Street. Und hier den Battery Park. Schön, dass Sie der ist weiter Agent hinten. Blau hat uns die Koordinaten Bridges war ich, glaube ich. Auf geht's. In dem Bereich. Nee. Auf geht's. So, jetzt wird mir gleich angezeigt. Siedlung entdeckt. Ja. Haven. Ich glaube, wir müssen dahin, ne? Ja. Zum Haven erreichen. Kelso folgen. Wo ist denn Kelso? Da. Okay, dann laufen wir hier mal hinterher. Also im Battery Park war ich auch schon real. Der ist toll, der ist schön, der ist groß. Da sieht man dann erstmal, wie groß New York überhaupt ist. Ah, da ist unsere Dekontaminierungszone Lower Manhattan. Ich laufe ihr mal hinterher, sammle noch was ein, was hier rumliegt. Okay, dann gehe ich da mal rein. Schauen wir uns an. Die Zone erreicht. Oh.
Ach, wie sieht das denn hier aus? Ach du Scheiße. Ist schon komisch hier zu sein. Sie hatten sicher schon eine Vorstellung, wie es sein würde. Sie denken, dass der perfekte Sturm nötig war, damit alles so schief läuft. Leckt mich an. Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass es überall hätte passieren. Was ist denn passiert? Hier passiert? Amherst hat sich Gott. Als wir das letzte Mal hier waren, war doch alles in Ordnung. Oder halbwegs geräumt. Ja, ich muss in Deckung gehen. Auf die Tanks. Oh nein, Feuer. Wie hießen die nochmal mit dem Feuer? Outcast? Cleaners? Nee, Cleaners. Genau, in New York sind die Cleaners. Ausschließlich. Vorsicht. Auf die Tanks schießen, ausschließlich. Gehen Sie in Deckung. Zielen Sie auf die Tanks. Aber bei unserer Feuerleistung, ich glaube, da machen die nicht viel. Oh, da sind wir damit im Schutzschild. Was drängelt die denn jetzt so? Einer geht hoch, Rabum. Hier aus. Also bei unserer Feuerkraft, ne? Ja. Knallst du sogar durch die. Die haben so Schilder, ne? Keine Schusslinie. Ja, ja. Da kannst du direkt durchballern. Hab ich gesehen, ja. Oh, wer bist du denn? Oh, warte mal, hier ist so viel Zeug noch. Ich muss mal hier so abdrücken. Ach, abdrücken. An den Seiten mal eben vorbei. In DC habe ich ziemlich abgefahrene Videos. Bei jedem Hauseingang liegt hier irgendwo was. Sie glauben offenbar, dass sie die Stadt also, nur das sind alles Klamotten, alles die echt schlechter sind. Ne, nicht Klamotten, sondern so Zeugs haben. Halt. Aber so, was beeilt die sich denn so auf einmal? Kommen Sie schnell nach Haven. Weiß nicht, ich muss doch hier noch was suchen. Der Leiter gleich in Ruhe machen. Boah, hier, guck mal hier, das Feuer, ey. In den Schluchten von New York. Warte mal, hier ist ein Laden bei Müller. Müller. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Oh, nehme ich mal mit. Kann man ja verkaufen. Oh, hier liegt ja noch was. Ich bin eben bei Müller gerannt. Nein. Müller? Aber ist auch gut so. Mein Dings ist abgekackt, mein Spiel. Also, mach's gut. Bis dann. Ciao. Und sag auch mal ciao.